Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wir befinden uns in exakt demselben Pausenmenü wie am Ende des letzten Videos. Es wurde doch ein bisschen stressig mit den ganzen Rattenhäufchen hier und vor allem den Rattentürmen, die jetzt hier nach und nach wieder das Feuer ausmachen und sich dann auf mich stürzen. Ich komme gar nicht mit dem Produzieren von Ignifer hinterher, so richtig schnell, beziehungsweise von dem anderen Zeug, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Das ich aber brauche, wenn sie sich schon auf mich stürzen. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich jetzt in diesem Video hier ein Stückchen weiterkomme. Und hoffe natürlich auch für euch, dass ihr ein bisschen was anderes zu sehen bekommt, außer eine immer wieder sterbende Amicia. Wir werden sehen. Auf geht's. So. Ja. So. Was willst du? Wo willst du? Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ja. Ich bin gar nicht so sehr am Anfang dieser Sequenz. Okay, das wäre ja auch schlimm gewesen. Ja, was habe ich geschafft? Wie komme ich jetzt zu dir, du Hunk? Da sind Ratten. Spast. Aber wenn ich zu lange warte, dann holen die sich ja auch wieder meine Wenigkeit. Deswegen muss ich die jetzt mal irgendwo hinlocken. Ja. Ja, Freunde der Nacht, was ist... Ah, ich werde jetzt langsam aggressiv. Muss ich leider sagen. Ja, ist ja super. Erst wenn du endlich mal was tust, du Honk. Ja, diese ganzen Rattenhäufchen hier, die regen mich so ein bisschen auf. So. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ja. Leichter gesagt als getan. Wo ist der zweite Haufen? Ja, scheiß Leiter, fucking Leiter, dumme. So, jetzt aber. Eieieiei. Mein lieber Schwan. Also, was soll denn das jetzt? So, und jetzt? Stehst du da? Bist du eingefroren? Oder so? Ja. Wo sind sie denn jetzt überall, die Viecher? Eigentlich da unten. Runtergehen ist scheiße. Würde ich auch nicht mehr machen. Ungefähre Richtung, die ich hier jetzt mal gehen sollte. Hier kann ich nichts drehen. Da auch nicht. Da liegt aber was, das ist schon mal gut. Ja, worauf warten wir jetzt hier? Was gibt es denn jetzt hier zu tun? Was soll ich jetzt doch darüber? Ich probiere es einfach mal. Da scheinen ja auch Sachen zu liegen. Hier geht's auch hoch. Endlich! Herr im Himmel! Ich dachte schon, das war's. Alles in Ordnung? Ja, danke! Jetzt liegt es an dir! Das Feuerbecken auf deiner Seite! Ich bringe dich hin! Ja, jetzt muss ich den auch noch herbringen. Ach du Heilige. Kommst du voran? Gut, lieber hier oben als da unten. Das geht hier vor. In der Tat. Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratten, keine Engländer. Aber sie wissen, das sind Ratten, keine Engländer. Tun, das habe ich erst einmal gesehen. Zu Hause, Amicia, ich auf glaube, dem Land. Ich brauche deine Hilfe. Scheiße, wir hätten doch abhauen sollen. So. Genug Hilfe? Ja? Und nu? Was machst du denn, du Kerle?
Oje, oje. So weit kann ich nicht werfen, oder? Wenn ich noch ein Stück laufe, dass ich das wieder ankrieg. Ja, was mache ich jetzt mit dir, Bübchen? Kommt der nächste Haufen, oder was? Soll ich jetzt hier permanent da den Haufen irgendwie... Ja, Bübchen, jetzt stehst du da unten. Was machst du jetzt da? Du musst ja irgendwo hin. Du musst ja irgendwas tun. Tu doch mal bitte was. Kein Ignifer mehr. Ich habe auch keinen Rohstoff mehr für Ignifer. Super. Das Leben ist ja die reinste Freude jetzt gerade hier. Ich bin etwas... ja. Hm. Ich weiß nicht so wirklich, was tun. Sag ich ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan. Vielleicht wieder zurückschieben, das Ding. Wenn das Sinn macht, macht's aber nicht. Sonst hätte ich es ja nicht erst dahin schieben müssen. Aber er läuft zumindest mal mit. Vielleicht ist es ja doch sinnvoll. Das ist jetzt ein bisschen nervig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also keinen Rohstoff mehr für Ignifer. Ich brauche das Zeug jetzt ständig. Das ist nicht schön. Noch mehr! Wir haben jetzt wirklich auf mich angesehen! Ich glaub's nicht! Was passiert hier? Warum jetzt? Ich bin da! Wir haben es fast geschafft! Los! Danke! Du verdienst dein Haus. Das ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ah, so war das gedacht. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Ja, triff dich dann mit dem anderen mal die Aufgabe, mit den anderen. Das machen wir wohl mal. Das macht jetzt draußen keinen Sinn mehr. Geht es euch gut? Nein. Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Und wie die drauf sind. Was zur Hölle ist das? Ja. Wer ist das? Hier lang. Oh nein. Schnell. Wo kommt der denn jetzt her? Oh. Oh. Geh. Tu, was getan werden muss. Die haben ihn jetzt mal eben hier total, wie soll ich sagen? Hugo. Umgedreht, oder was? Los. Hugo. Das war Ellie, Hugo. Was machst du an der Tür? Sicher. Sie ist hier. Was haben Sie mit ihm gemacht? Weg. Die Ratten! Er hat... Er kann sie kontrollieren. Da. Ja, mit der Makula. Bitte schön. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Das war jetzt ein ziemliches Durcheinander jetzt gerade hier mit dem Geplapper. Ich habe ehrlich gesagt nichts wirklich verstanden. Aber ich okay. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann... Wir müssen jetzt aber erstmal hier weg. Bevor irgendjemand mit irgendwem hier reden kann. Oh. Oh. An die Arbeit. Er soll sie bestimmt jetzt futtern lassen. Töte sie, oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo, ich bin Amicia, deine Schwester. Ja, du. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Fliehe. Vor Nikolas. Geh zurück, ja? Ja, ich würde ja zurückgehen. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Zeitlupe. Hör nicht auf ihn, Hugo. Wo muss ich denn hin? Genug. Ich verfüttere sie an deine Ratten. Fass ihn nicht an, Mistkerl. Mistkerl.
Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein! Ja. Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Hilfe kommt! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors! Akku jetzt! Ja? Gut. Oh, ganz einfach eigentlich. Hab ja nichts machen müssen, außer rückwärts laufen. Wir haben den Bastard! Ah, der hat schwere Rüstung an. Nicht, dass er das überlebt hat irgendwie. Der Hugo ist da mit seiner Armee. Anscheinend nicht mehr er selbst zu sein. Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Ja? Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Auf Deutsch. Ja, natürlich. Schon 25 gut. Kilo Bolzen da. Oder 35. Ich schmeiß einfach du drauf. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Hat er ihn schon erledigt? Nein. Machi Machi? Hugo. Ich wollte dich beschützen. Ich. Bitte. Oh. Eieieiei. Das ist ja mal merkwürdig. Die Schwelle. Du hast es geschafft. Nein. Ich habe keine Verwendung. Nein, Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Löschen, ja. Ach, da ist er schon. Uiuiui. Okay. Aber ist mal eine neue Todesart. Ne? Okay, es ist. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Das seid ihr ja. Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen. Ja, hat uns schon gesehen. Meine Klinge ist noch warm. Wie ihr bald herausfindet. Moment, die Ratten. Sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Wir brauchen die Ratten. Ihr seid jung. Ich werde euch. Endlich. Wo kommt er denn jetzt her? Hier vorne? Ja, okay. Oje. Ist ja super, dass wir so rennen können auch, ne? So wird uns schnell wieder aus den Augen verlieren. Fast. Okay. Sämtliche Feuer mal ausmachen, auf jeden Fall. Meine Geduld auf die Probe zu stellen ist keine gute Strategie. Ja. Aber was soll ich machen? Wen haben wir denn da? Ja, ich fühle mich jetzt nicht wirklich wohl hier gerade. Wo kriegen wir jetzt auch Ratten her, Leute von heute? Wo kriegen wir jetzt Ratten her? Eure Herzen. Ich kann sie
Moment, da ist er was. Ach so, steckt hier ein Pfeil oder? Hä? Wo ist er denn jetzt? Da vorne. Ich habe alle Zeit der Welt. Früher oder später. Bleib hier. Also Feuerchen ausgemacht habe ich aber, soweit es geht. Allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht so wirklich. Sie sind schnell. Ja. Nicht. Jetzt hat er uns schon wieder. Wir müssen irgendwo Ratten jetzt herkriegen hier, verdammte Axt. Du kannst nicht. Fast. Fast. Okay. Ja, hier sind doch keine Ratten in der Nähe. Da ist doch was. Wen haben wir denn da? Ja, was soll? Ja, was soll ich jetzt hier? Warum ist mir das markiert? Was soll ich da machen? Wo treibt ihr euch rum? Also es ist relativ offensichtlich, dass ich irgendwas mit diesen Fackeln anfangen soll. Ja, da bin ich. Ja, tschüss. Ist ja aufregend. Da renne ich jetzt auch ein halbes Video bloß im Kreis hier. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Ich habe immer noch keinen Plan. Ganz ernsthaft. So wirklich. Warum ist das markiert da drüben? Muss ich wirklich sämtliches... Okay, also wenn die... Also ich muss wirklich alles Feuer ausmachen. Da reicht nicht bloß die Großen, es müssen wirklich alle Feuerchen aus sein. Und dann... Was? Sie kann die Kontrolle beeinflussen. Meine Geduld auf die Gruppe. Wen haben wir denn da? Halte R1 gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Ja gut, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Was? Ah, ja. Gut. Ihr wollt also spielen. Dann spielen wir. Das muss ich wohl mehr als einmal machen. Die Ratten, Amicia. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Okay, noch mehr befreien? Das heißt, noch mehr Feuer ausmachen. Aber wo denn? Wieso hänge ich hier ständig an diesen scheiß Holzverschlägen fest? Wir befreien noch mehr. Aber Feuer ist hier nichts mehr. Ich sehe kein Feuer mehr zumindest. Aktuell verliert er auch die Fährte nicht mehr, habe ich das Gefühl. Wo ist er denn? Na komm! Okay, der hat das... Wir müssen das Feuer ausmachen an seinem Schwert. Natürlich, ist ja klar. Natürlich. Muss man erstmal drauf kommen, ne? Das ist im Stress nicht so leicht. Nichts. Hey, stehen bleiben! Bleib stehen!
Ah, der macht das Feuer hier auch wieder an. Das ist ja süß von ihm. Das ist ja echt süß von ihm. Ach, das ist ja ein Feiner. Fast. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Na, jetzt mach schon das Feuer der Flamme aus. Ach, das Schwert ist, meine ich. Also, jetzt schon wieder fast eine Videolänge erreicht hier. Aber es muss ja ein Ergebnis geben. Jetzt hoffe ich mal, dass die ganze Chose nicht ganz von vorne losgeht, sondern erst in dem Moment, wo er sein Flammenschwert da hat. Okay. Gut. Ihr Flammenschwert. Wollt also spielen. Dann spielen wir. Auf Augen. Wir hatten ein Mission. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Komme. So, jetzt frage ich mich. Okay. Hat er schon wieder Feuerchen angezündet? Der macht da wieder an, das Feuerchen. Ach so. Okay. Bestimmt noch ein drittes Mal. Yes, ist gut. Was ist das? Okay. Ich muss mich verstecken. Wo denn? Der ist aggro. So, das scheint es dann aber vielleicht mal gewesen zu sein, oder? Eieieiei. Oh. Okay, es hat sich gelohnt, der Kampf. Spaß gemacht hat es nicht. Arthur? Nein. Ja, Arthur hat sich erledigt. Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf! Ich töte sie! Puh! Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht! Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst! Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden! Wir alle! Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren! Wir haben nichts mehr! Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind fünf. Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Aber eine eigene Armee. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis... Jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod. Auf den Tod. Okay. So. Damit würden wir übergehen zu Kapitel 16. Krönung. Machen wir allerdings im nächsten Video, denn die Videolänge ist erreicht. Ja, wir haben zumindest mal den Nikolas erfolgreich besiegt nach längerem Kampf. Und jetzt wird es dann wahrscheinlich nochmal richtig heftig. Aber das sehen wir im nächsten Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ihr lasst mir hoffentlich ein Däumchen nach oben da oder eins nach unten. Das natürlich hoffentlich nicht, aber wenn es unbedingt sein muss. Und über einen Kommentar würde ich mich auch ganz sehr freuen. Nochmals herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.